1-1 beim Spiel Bayern gegen Arsenal gestern in München und einige Promis wie zum Beispiel Kai Pflaume waren live mit dabei im Stadion. Er freut sich über das erste Tor für Bayern von Bastian Schweinsteiger und Facebook gleich ein strahlendes Selfie hinterher. Auch Elias Mbarek postet ein Facebook-Selfie aus der Allianz Arena und feuerte die Bayern an. Julia Siegel schmiss sich sogar in ein FC Bayern-Fan-Outfit und postet in der Halbzeit dann dieses Foto mit Freund Frank und Schauspieler Erol Sander. Wie sie zeigt, hat auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß trotz öffentlichem Prozess richtig jubeln können. Und FC Bayern-Torwart Manuel Neuer traf nach dem unentschiedenen Spiel noch auf seinen früheren Klassenlehrer aus der Gesamtschule Bergerfeld. Wie diese drei völlig unterschiedlichen Promis aufeinander trafen, erklärt Echo Fresh leider nicht zu seinem Facebook-Post. Comedian Matze Knob und der Moderator Sükrü Pelivan scheinen sich aber sichtlich wohl an seiner Seite zu fühlen. RTL-Restaurant-Tester Steffen Hensler hat einen Kommentar an seine Facebook-Fans abzugeben. Weil seit gestern 50 private Nachrichten. Warum liegt gestern nicht der Restaurant-Tester? Warum nur 2 Folgen? Hat RTL dich schon abgesetzt? Nein, ihr könnt euch beruhigen. Überhaupt nicht. Das war geplant. Erstmal 2 Folgen, um zu gucken. RTL wollte wissen, wie macht er das? Ich wollte wissen, wie finde ich das? Und vor allem wollten wir beide wissen, wie finden das die Zuschauer überhaupt, wenn ich das mache? Zum Glück, Zuschauer fanden es sehr gut. Ich sowieso, RTL liebt mich jetzt auch. Deswegen geht's auch weiter. Eine freudige Nachricht. Und freuen tun sich jetzt auch einige weibliche Fans des Bachelors Christian Tebs, der mit diesem Foto auf Facebook schreibt, och, warum eigentlich nicht? Über 19.900 Fans gefällt's schon mal. Heute Abend muss er sich dann aber erstmal im Finale zwischen Angelina und Katja entscheiden. In diesem Sinne bis zum nächsten Update.